Anfang Dezember. Es ist der erste Schnee gefallen. In der Sonne leuchten die Beeren des wilden Schneeballs. Wenn in Lappland und in Nordrussland die Beeren das Futter für die Seidenschwänze knapp ist, nur dann ziehen sie zu uns, oft in Massen. Akrobatisch hängen sie in den Zweigen und pflücken die Beeren. Auf der alten Brücke Traunwalchen-Pertenstein habe ich einen Vogel am 24. Dezember gesehen, den ich noch nie gesehen habe. An den Federn der Handschwingen, die beim Kranich wie Schwanzfedern ausschauen, konnte ich erkennen, es war ein Kranich. Aber der europäische Kranich ist grau. Mein Sohn hat dann im Netz den Vogel gefunden. Ein Mandschurenkranich. Er kommt in China und Japan vor und ist fast ausgestorben. Da er aber gar nicht menschenscheu war, lag der Verdacht nahe, dass es ein Gefangenschaftsflüchtling war. Mein Anruf im Salzburger Zoo bestätigte meine Vermutung. Ihnen ist ein Mandschurenkranich ausgebüxt und sie wollten ihn nach Weihnachten einfangen, da er zur Zucht gebraucht wurde. Hochwasser im Januar. Ein Bisam ist vom Wasser aus seiner Höhle vertrieben worden. Die Wasseramsel brütet sehr früh im Jahr. Oft liegt noch Schnee. Sie brütet sehr gerne in Wehranlagen. Der österreichische Kelchbecherling ist ein sehr seltener Pilz. Zusammen mit den Schneeglöckchen blüht der Blaustern. An der Schaboxkrautblüte saugt ein Wollschweber. An den buchenbewachsenen Moränenhängen blüht im März bis April das Leberblümchen. Im April blüht häufig der Lerchensporn. Er blüht auch in Weiß. Ein Baum der Auwälder, die Traubenkirsche. Auch der Schleedorn ist in der Traunau zu sehen. Die Schuppenwurz ist ein Vollparasit. Sie braucht kein eigenes Blattgrün. Der Wurzelstock, aus der sie wächst, kann bis zu 5 Kilogramm wiegen. Schon Anfang April beginnen die Schwanzmeisen mit dem Nestbau. Eine Mooskugel in einer Astgabel, mit Flechten getarnt. Der Vogel mit den dunklen Streifen am Kopf gehört zur westlichen Rasse, der mit dem weißen Kopf zur östlichen Rasse. Das Einbringen der Federn bereitet manchmal Probleme.
In einem Nistkasten speziell für Baumläufer hat sich der Gartenbaumläufer ein Nest gebaut. Anfangs war er beim Brüten sehr scheu. Später bin ich bei der Fütterung der Jungvögel bis auf 50 cm mit der Kamera an die Vögel ohne Tarnung herangegangen. Als die Jungvögel satt waren, hat mich einer der Altvögel am Einflugloch sitzend 1,5 Minuten angeschaut. Was er wohl dabei gedacht hat? Etwas verdutzt hat er dann geschaut, als ich die Nisthöhle geöffnet habe, um die Fütterung zu filmen. Später ist er dann durch das Fenster ausgeflogen. In den Schutzkästen der Stellfallmechanik brüten gerne Gebirgsstelzen und auch die weiße Bachstelze. Der Lebensraum der Gebirgsstelzen ist streng an das Wasser gebunden, während die weiße Bachstelze auch weit ab vom Wasser vorkommt. Massenhaft wächst im April der Bärlauch im Auwald. Ein seltener Schmetterling, der Ulmenzipfelfalter. Bei einer Radtour habe ich gesehen, wie ein Eisvogel in der wahrscheinlichen Bruthöhle in der gegenüberliegenden Erdwand verschwunden ist. Ich bin heimgefahren und habe Kamera und Tarnzelt hergerichtet. Am nächsten Tag vor der Höhle musste ich 1,5 Stunden warten, bis sich ein Eisvogel sehen ließ. Das Männchen holte das Weibchen zu einer Brutpause ab. Nach einer halben Stunde begleitete das Männchen das Weibchen zur Bruthöhle zurück. Unter der Bruthöhle nimmt ein Zaunkönig ein Sandbad. In den Pausen wird das Gefieder gepflegt. Wenn das Männchen dann die ersten kleinen Fische bringt, weiß man, die Jungen sind geschlüpft. Mit der Größe der Jungvögel werden auch die Futterfische größer.
Wenn der Altvogel nach dem Füttern die Höhle verlässt, muss er sie wegen der Enge rückwärts verlassen. Er taucht dann sofort ins Wasser, um sein Gefieder zu reinigen. Wenn die zweite Bruthöhle fertig ist, wird wieder vom Weibchen das Gelege bebrütet, während das Männchen die erste Brut füttert. Wenn die Jungen nicht mehr gerudert werden müssen, beginnt mit viel Gepfeife wieder die Balz. Das Pärchen baut mit viel Rufen an einer neuen Höhle. Um dies zu filmen, musste ich mich mit dem Tarnzelt in die Traun setzen. Zum Glück war Niedrigwasser. Das Männchen baut den Sand vor Ort ab, das Weibchen schart den Sand nach draußen. Ist dann die erste Brut ausgeflogen, füttert das Männchen die zweite Brut und das Weibchen brütet in der ersten Höhle ein drittes Gelege aus. So kann der Eisvogel, wenn Wetter und alles andere passt, 3 Bruten im Jahr großziehen. Aus dem Tarnzelt beim Eisvogel gefilmt. Der seltene Schwarzstorch bei der Futtersuche für seine Jungvögel. Es sind nur kleine Fische. Für sich selbst fängt er nur große Fische. Das Tagfaunauge. Seine Raupen brauchen die Brennnessel als Futterpflanze. Die Traun führt Hochwasser. Der Pyrenäen-Storchenschnabel. Das Pfaffenhütchen. Im Pilzwald der Scheidenstreifling. Steife Koralle, violetter Lacktrichterling, hier war der Biber am Werk. Im herbstlichen Auwald ein Grünspanträuschling.
ein rehbrauner Dachpilz,